gedanzt werden. Ja, heute wird es wieder Spezialitäten geben, zwar beginnend von den Cellos, weil wir wieder sehr stark auf der Instrumentalwelle reiten, und wir freuen uns natürlich auch, sämtliche Oldies von den 60er bis zu den 90er Jahren zu bringen, und es wird ein toller Abend werden. Der Oldie-Abend im Volkshaus Kindberg war diesmal besonders hochkarätig besetzt. Die Sandys, Coconuts aus Leoben, und die Jepsepp Gang, ebenfalls aus Leoben. Stargast des Abends, Jess Gitti, die nicht nur ihre bekannten Hits, sondern auch Interessantes aus Dancing Star mitbrachte. Grüß euch miteinander. Gestern noch bei Dancing Star und heute in Kindberg. Eine Stadt mit Herz. Mit Herz. Der Evergreen Tanzabend ist immer prädestiniert für viele Leute, die in Erinnerungen schwelgen, die endlich wieder nach den alten Liedern tanzen gehen können. Und so ist das Volkshaus gut und sehr gut gefüllt. Und von daher ein wunderschöner Abend. Die Sandys, seit 1965 auf der Bühne, begeistern immer wieder mit ihrer Musik, Hits aus dieser Zeit und darüber hinaus, und beleben so die Tanzfläche, auch hier beim Oldie-Abend in Kindberg. Hallo, grüß euch. Wir sind die Coconuts aus Leoben. Unsere Jenny, unsere tolle Sängerin Jenny aus Kappenberg. Ja. Der Georg aus Leoben, wo das Gösserbi herkommt, und ich bin aus Leoben. Höhepunkt des Abends, und mit stürmischem Applaus begrüßt Jess Gitti. Aber das war noch nicht alles. Auch Tanzpartner Willi Gabalier war nach Kindberg gekommen, um mit Gitti die erste Probe für die kommende Woche bei Dancing Star zu üben. Es taugt mir immer, wenn ich die Gitti auf der Bühne sehe, ob sie jetzt tanzend oder singend ist, sie ist immer ein Erlebnis. Und heute ist es für mich sehr angenehm, weil ich einmal zuschauen darf und sie auf der Bühne stehe. Und ich bin quasi heute das Auge des Publikums, das sonst sie vor den Fernsehbildschirmen bewundert. Und ja, es gefällt mir einfach mörderisch. Jedenfalls brachte Jess Gitti die Herren der Schöpfung zum Mitmachen und das Stimmungsbarometer zum Überlaufen. Was übrigens mit der Jess Gitti zu tanzen? Ja, das war heute eine ganz besondere Sache für mich, die Jess Gitti so live ganz nahe zu erleben. Das war für mich ein Höhepunkt des heutigen Abends, und das möchte ich nicht vermissen. War echt eine geile Geschichte. Also wir sind extra heute aus Kapfenberg aufgekommen. Und man sieht, die Leute nehmen es gut an. Wir nehmen es gut an. Es ist klasse zum Tanzen. Eine super Musik, gute Getränke. Ich finde, das hat Zukunft. Ja.
auch man sieht jung und alt, also es ist bunt gemischt da. Blumen als Dankeschön für diesen stimmungsvollen und unvergesslichen Abend, was sich auch bei der im Anschluss stattfindenden Autogrammstunde widerspiegelte. Als Abschluss sorgte die Jepsepp Gang bis Ende nie, das Tanzbein in Schwung zu halten. Übrigens, die Jepsepp Gang spielt an diesem Abend zum letzten Mal unter diesem Namen. Sie heißen in Zukunft Bless de Mess, was so viel heißen soll, Preis des Chaos.